Hallo, willkommen zurück hier zu Tomb Raider 2. Wir springen jetzt hier ganz tollkühn über das Feuer. Und ja, wir sind hier im Bohrturm unterwegs, haben einen Teil unserer Waffen plus eine neue Waffe, nämlich die Harpune wieder. Die brauchen wir, wenn wir unter Wasser. Aber hübsch einer. Der hat eine Karte, okay, rot. Genau, die Harpune brauchen wir, wenn wir unter Wasser kämpfen möchten oder jemanden erschießen möchten. Wo geht's hier denn überhaupt so hin? Also es scheint hier ein... Ah, okay. Ich verstehe, da komme ich wieder zurück. Und ich glaube, ich muss mal gerade niesen. Moment, ich mache das Mikro dafür aus. Oder kommt er jetzt? So, ich habe jetzt genießt und im besten Fall habt ihr nichts davon gehört, weil ich das Mikro stumm geschaltet habe. So, natürlich gehe ich jetzt aber erstmal hier hoch, um zu schauen, was uns dort erwartet. Im besten Fall... irgendwas Nettes. Oh, es sieht hier sehr hell aus. Ach, guck, das ist hier... Das ist draußen. Das ist ja cool. Vor allem, wenn mal so ein bisschen frische Luft ist. Ah! Ist bestimmt mal ganz angenehm. Ach krass, dann haben wir jetzt schon den zweiten. Das zweite Geheimnis. Gut, es ist irgendwie alles schwarz und ich glaube, man kann hier auch nichts machen. Aber... nett ist es schon, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Aber leider gab es zu dem Geheimnis nichts dazu. Manchmal hat man ja das Glück, dass, dann, dass es dann noch ein bisschen Munition oder so dazu gibt. Aber naja, wir wollen uns mal nicht beschweren. So, wir haben eine rote Karte bekommen mit diesem Symbol. Und hier sind wir jetzt wieder... Ups, nicht hier, sondern hier unten sind wir wieder... Wenn man jetzt hier nach links in den Tunnel reinschwimmt, dann wäre man wieder bei dem Propeller. Wo das erste Geheimnis war. Wo ging es denn hier hin? Hier müsste ich doch eigentlich auch irgendwo rauskommen, dass ich jetzt sozusagen genau in den zweiten Gang rein kann, der hier ja noch ist, nämlich den linken. Das heißt, die rechte Seite haben wir jetzt hier abgefrühstückt. Deswegen würde ich sagen, wir speichern hier mal. Ja, wir können es ruhig auf diesem Spielstand machen. Vielleicht sollte ich auch mal Medipack nehmen. Ich meine, die waren ja schon recht spendabel, die Jungs. Irgendwas. Ach, Hund. Nein. Alter. So, da oben sind Kisten, die sehen so aus, oder das heißt Kisten, das sind so Fässer. Okay, das war... Hä? Ist da oben ein Hund? Nee, ich dachte gerade, das Rote wäre auch noch ein Hund. Kann man hier hin? Ja, aber... ist nicht sonderlich spannend. Sieht nicht danach aus. Ich guck nochmal hier. Gerade im ersten Teil hatten wir teilweise so Gänge, wo man hinter Figuren musste, um dann dort irgendwas hochzuklettern. Okay, hier passt die rote Karte rein. Deswegen war das Enemy in the Move gar nicht mal so verkehrt. Wir sind nämlich, oder dadurch sind wir sozusagen direkt auch richtig gelaufen. So, hier war ich doch immer. Ich kann sagen, war doch mit Sicherheit. Schon wieder Alarm. Ja, da unten kannst du... Oh, das war jetzt clever. Ungewollt. Oha. Jetzt wäre ich fast in dieses Ding da reingefallen. Leider ist jetzt hier wieder Alarm. Das ist ziemlich nervig. So, die Prügelpeters...
Der schwebt hier halt in der Luft, oder? Zum größten Teil. Der hat einen sehr interessanten Körperschwerpunkt, nämlich im Fuß. Sonst könnte er da normalerweise nicht so liegen. Hat der auch noch was für uns? Ich meine, sieht ja am martialischsten aus. Aha. Munition. Naja, gut. Warum kann ich mir die Waffe von dem nicht nehmen, die super groß ist? Okay, gucken wir uns hier erstmal ein bisschen um. Wir haben hier... Aua. Wir haben hier ein großes Becken. Mit nichts drin. Weil... Ich guck mal nur... Ach, hier gibt es sogar eine Leiter. Kann man hier irgendwas machen? Nö. Ist wahrscheinlich nur wirklich dafür gedacht, falls man hier versehentlich reinfällt, dass man dann auch wieder rauskommt. Sonst wäre das Spiel ziemlich schnell vorbei, beziehungsweise man müsste wieder laden und da anfangen oder weitergehen machen, wo man zuletzt gestartet ist. So, wir haben ja da hinten so einen Block. Ich würde sagen, den kann man verschieben. Hat man vielleicht gerade gesehen bei diesem Schubflintentyp. Und da oben ist eine Öffnung. Ich würde jetzt mal vermuten, dass wir da irgendwie hin müssen. Wobei ich will mich erst nochmal... Ich will erst hier nochmal gucken, ob hier vielleicht noch irgendwas ist. Nein, aber das müsste der gleiche Block sein. Das heißt, ich würde den wahrscheinlich jetzt mal hier reinschieben. Das könnte funktionieren. Wenn man jetzt den Block... hier einmal rein... schiebt. Dann... Ups. Hier zieht, soweit es geht. Genau einmal. Dann hier nochmal. Schieben. Ist auch wieder so dieses schön viele Wege einbauen, schön umständlich, damit man ein bisschen mehr Spielzeit auch hat. Das ist blödes Geländer. Ups. Egal, war gut. War eigentlich nicht geplant, dass du hochspringe, aber... So. Wobei hätte ich wahrscheinlich eh gemusst, weil von da unten wäre ich, glaube ich, jetzt nicht hochgekommen. Dann können wir hier nochmal speichern. Also ich glaube, dieser Bereich war nicht so mein Lieblingsbereich. Ist hier irgendjemand? Momentan noch nicht. Gut, der hat mich zwar auch jetzt ein bisschen getroffen, aber ich sag mal, ich habe ja nun auch einige Medipacks bekommen. Wie prominent dieser Feuerlöscher hier immer strahlt. Und hier ist eine grüne Karte. Okay. Jetzt muss ich mir da mal merken. Ist hier in dem Gang noch was? Nein. Ich glaube, oder warte mal, ganz am Anfang. Hier kann man hoch. Wenn man hoch genug springen könnte. Ich meine, Lara kann an sich verdammt hoch springen, aber es sieht so aus, als würde man da noch hinkommen. Okay, das scheint dann auch wieder irgendein Rückweg zu sein. Aber wir haben hier noch einen Hebel, den können wir auf jeden Fall betätigen. Und es ist Wasser im Becken. Das ist schon mal gut. Denke ich. Behaupte ich einfach mal. Ich sag mal, so eine kleine Dusche oder so ein kleines kühles Bad zwischendurch ist sicher nicht verkehrt. Lara wird sich sicher freuen. Kann ich da hoch? Ja.
So. Ja, würde ich sagen, rein. Einmal den Schweiß abwaschen. Hier ist eine Tür. Ach, das ist der gleiche Raum, oder? Genau. Hier sind Tanks. Da kann man hin. Nee, kann man nicht. Da kann man doch. Doch, kann man schon. Ah, hier ist noch ein Hebel. Okay. Huch. Ach, hier ist noch ein Becken. Aber da kann ich jetzt. Also ich kann zwar rein, aber es bringt mir wahrscheinlich wenig. Kann ich. Habe ich hier auch eine Leiter? Ja. Dann will ich da auch noch mal eben kurz runter. Ich meine, es ist eigentlich wahrscheinlich Blödsinn. Aber ja, ich komme da jetzt. Nee, komme ich noch nicht hoch. Gut, dann gehen wir erstmal wieder zurück. Weil sich jetzt in dem Raum, wo wir eben den Typen erschossen haben, wo man diese grüne Karte noch hat, da hat sich eine Bodenklappe geöffnet. Diese Tür öffnet sich ja nicht, ne, wenn man hier rangeht oder in die Nähe. Nee. Manche Türen machen das ja. Und es war gerade so schön still. Und hier ist die blöde Sirene wieder. So, es heißt hier rüber. Und ich brauche, glaube ich, mich nicht festhalten, ne? Für den Fall, dass da einer aus der Bodenklappe gekrochen kam. Wäre ja nicht ganz unrealistisch. Okay, ich speichere. Sind jetzt schon bei 91 Spielständen. So, und ich glaube, der Gang führte dahin. Das heißt, wenn ich jetzt runterfalle, hätte ich theoretisch direkt im Blick, ob da jemand ist. Okay, hier rutscht man runter. Hinten ist das Geheimnis, das dritte. Ich bin hier irgendwie in einem sehr interessanten Bereich, würde ich mal behaupten. Ich könnte natürlich jetzt ins Wasser springen, ich will aber natürlich erstmal gucken, ob man vielleicht hier oben weiter muss. Uah. Oh, das war knapp. Hä? Schießt da jemand? Das sind Taucher. Der schießt mich ab. Ist das nicht ein bisschen dämlich, so aus der Entfernung und dann vor allen Dingen jemanden so weit oben abzuschießen? Naja, gut. Die werden schon wissen, was sie tun. Dieses um Ecken oder über die Ecken zu gehen, das ist manchmal ein bisschen gefährlich. Oh. Solange er wegläuft, ist es gut, weil dann schießt er nicht. Ich bin nämlich immer noch hier mit meinen Popelpistolen zugange, die ja nicht so der Brüller sind. Kann ich da jetzt rüber? Ich würde sagen, ich speichere mal. Das sind nämlich wieder hier so Bereiche, wo man sehr schnell einen falschen Schritt macht und dann hat man den ganzen Fortschritt sozusagen sich verbaut. Okay, da könnte man auch rüber, aber scheint jetzt noch nicht so erstrebenswert zu sein. Ich gehe erstmal zu dem Typen hin. Ach, guck mal, der hat meine Schrotflinte und er hängt schön in der Wand drin, ne, dass man sein Gesicht nicht mehr sehen muss. Das war der Maschinenpistolen-Manfred, würde ich jetzt mal so behaupten. Aua, ich bin getroffen. Von.
muss einfach immer um die rumlaufen. Die haben ziemlich, ja, die sind ziemlich träge, sage ich jetzt mal. Hier ist noch einer, oder? Hat er das nicht mitbekommen? Okay, er trifft mich nicht, das ist schon mal gut. Das ist ja albern. Okay, ich habe auch meine Schrotflinte wieder. Das finde ich ziemlich cool. Das heißt, ich habe jetzt die Pistolen, die Schrotflinte, die Automatik, meine Uzis fehlen leider noch. Die M16 habe ich bisher noch nie und den Granatwerfer habe ich auch noch nicht. Ja, komm. Wenn Lara so tapfer war und so gut gekämpft hat, kriegt sie natürlich auch einen kleinen Snack, ein Medipack. Ich frage mich, ob da dann auch immer so ein bisschen was zu essen drin ist. Ich meine, wie lange ist sie jetzt hier ohne Essen? Ach, hier bin ich ja hergekommen. Das ist ja interessant, dass der Typ da jetzt eben erst aus dem Boden gewachsen ist. Oder ist es noch... Nee, das ist woanders. Oder? Hä? Ach, das ist ein anderer Gang. Okay, gut, da gehe ich gleich... Wobei, nee, ich gehe da jetzt mal hoch. Das ist aber schräg. Ich weiß jetzt nicht, ob das so richtig ist. Ich gehe jetzt doch erst nochmal wieder runter. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob das jetzt sinnvoll ist, aber... Da hinten ist auf jeden Fall das Geheimnis. Ich will jetzt erstmal doch eben zu dem Typen hin. Sag mal, ich kann ja hier überall eigentlich wieder zurückspringen, hoffe ich zumindest. Hier speichere. Habe ich hier gerade mal gespeichert? Ich weiß es gerade nicht. Zur Not kann ich dann laden und dann mache ich es nochmal in einer anderen Reihenfolge. Okay, hier müsste es auch klappen. Mit einem normalen Sprung. Genau. Hat der was für mich? Nö. Okay, das wusste ich jetzt nicht, dass das Fenster auch kaputt geht, aber... Zumindest haben wir jetzt die grüne Karte. Okay, das heißt, dann gehe ich jetzt hoffentlich... Also ich bin mir nicht sicher, ob das so vorgesehen ist, aber es geht. Ich muss ja aber eigentlich auch noch nach unten. Ich meine, da unten ist ja auch noch das... Das Geheimnis, ne? Wir machen mal Folgendes. Ich speichere jetzt hier. Das heißt, wir haben jetzt diese grüne Karte. Das Geheimnis ist da unten. Wenn ich jetzt runterspringe, dann... Wobei, ich kann mich ja vielleicht fallen lassen, oder? Ich probiere das einfach mal. Wenn ich jetzt hier rüberspringe, mich von hier da runterfallen lasse... Ich werde schon geschossen. Hansels. Hallo. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Und ich. Ach Moment, ich habe doch meine Harpune. Kann ich die doch gerade mal austesten. Mann, hier ist ja richtig Party. So, der ist tot, ich bin aber auch fast tot. So, wo haben wir denn den zweiten? Ach, der ist jetzt... Kann ich dann jetzt die anderen beiden? Ja. Ist ja doof, dass hier die... Okay, die haben... Jetzt ist die auch schon wieder leer. Ich wollte hier gerne hoch. Das läuft hier wieder super. Könntet ihr mich hier bitte in Ruhe lassen? Oh Mann, oh, die schubsen mich die ganze Zeit. Die blöden Kugel. Faule. Hä, nein, du sollst nicht den Toten totschießen. So, nur aber. Geht ja mal gar nicht.
sagen, das Geheimnis, das habe ich mir jetzt auch mehr als verdient. Oh, und ganz viel. Warte mal, ist das die Uzi? Wir haben die Uzi wieder. Und ganz viel Munition. Juhu! Wie krass, das geht jetzt aber echt schnell, dass wir die ganzen Sachen wieder bekommen. Das würde ich sagen, speichern wir auf dem hier. Und ja, dann gucke ich mich hier auf jeden Fall nochmal unten ein bisschen um. Kann ich jetzt eigentlich auf alle von diesen Teilen hier? Ja, wahrscheinlich, ne? Gut, dann schauen wir uns die auch nochmal alle so ein bisschen an. Okay, relativ unspektakulär. Achso, warte mal, hier unten kann ja auch theoretisch noch was liegen an Munition oder so. Das sollte ich dann natürlich mitnehmen. Das einzig, also generell finde ich ja auch so unter Wasser mal ganz schön. Ich gucke mich jetzt erst hier unten um. So, nächstes Ponton oder wie das Ding heißt. Schön ist, dass es unter Wasser halt ruhig ist, ne? Dass man da wirklich nicht von diesen Geräuschen genervt wird. Okay, hier käme man wieder nach oben. Ah ja, okay, das ist schon mal gut. Ich will aber trotzdem auch noch eben auf das Letzte. Man weiß ja nie. Aber sonst scheint hier auch nichts zu sein. Okay, hier ist auch nichts. Das heißt, wir gehen, würde ich sagen, wieder zu der letzten zurück. Und stellen uns dann vor die Leiter. Und dann geht es leider erst beim nächsten Mal weiter. Denn auch diese Folge ist bereits wieder zu Ende. Das heißt, hier, genau hier, machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!